Herzlich willkommen zur letzten Gesprächsrunde der diesjährigen AJA. Die heutige Diskussionsrunde steht unter dem Titel Krise als Digitalisierungskatalysator, Chancen und Risiken für unsere gebaute Zukunft. Als wir die Ausstellung im letzten Jahr geplant haben, stand das Thema Update-Architektur bereits fest. Damals hat niemand erwartet, wie sich die Studien- und Arbeitsbedingungen in den letzten Monaten verändert haben. Und dass wir heute eine Gesprächsrunde veranstalten, bei der wir nicht alle in einem Raum sitzen, hätte auch niemand erwartet. Die Moderation dieses Gesprächs übernimmt heute Professor Andres Lepik gemeinsam mit mir. Er hält die Professur für Architekturgeschichte und kuratorische Praxis an der Technischen Universität München und leitet das Architekturmuseum in der Pinakothek der Moderne. Zu mir selbst, mein Name ist Mirko Haselroth und ich bin Architekturstudent in München und habe die Jahresausstellung mit einer Gruppe von Studierenden im Rahmen eines Seminars von Herrn Lepik organisiert. Zunächst gilt natürlich der Dank unseren heutigen Gästen, Frau Hahnemann, Frau Vollmer und Herr Hofer. Vielen Dank, dass Sie sich auf dieses Format eingelassen haben. Ebenso herzlichen Dank an unser Auditorium. Sie sind jederzeit herzlich eingeladen, Fragen zu stellen, die wir dann in die Diskussionsrunde tragen. Wir haben nun 45 Minuten Zeit, um gemeinsam zu diskutieren. Damit Sie wissen, wer heute hier spricht, möchte ich unsere Gäste zunächst einmal kurz vorstellen. Frau Professor Dr. Christine Hahnemann ist studierte Soziologin und seit 2011 hält Frau Hahnemann die Professur für das Fachgebiet Architektur- und Wohnsoziologie am Institut Wohnen und Entwerfen der Fakultät Architektur und Stadtplanung an der Universität Stuttgart. Zu Professor Hahnemanns Forschungsschwerpunkten zählen der Wandel des Wohnen, Urbanität als Lebensform sowie Architektur als Beruf und Feld empirischer Sozialforschung. Frau Dr. Tanja Vollmer hat seit 2019 die Gastprofessur Architekturpsychologie und Gesundheitsbau an der Technischen Universität München inne. Sie studierte Psychologie und Biologie an der Georg-August-Universität in Göttingen. 2009 übernahm sie die Leitung des Instituts für angewandte Psychologie in Architektur und Gesundheit in Rotterdam. Und Frau Vollmer praktiziert eine forschungsorientierte und praxisbasierte Architekturpsychologie als Bindeglied zwischen der Wissenschaft vom Menschen und den technisch gestalterischen Wissenschaften. Dann haben wir noch Herrn Hofer bei uns. Er studierte Architektur an der ETH Zürich und ist Schweizer Architekt. Und er ist seit Anfang 2018 Intendant der Internationalen Bauausstellung 2027 Stadtregion im Raum Stuttgart. Heute leider nicht live im Gespräch ist Herr Professor Dr. Matthias Ottmann. Er tritt 1994 in die Geschäftsführung eines der ältesten Wohnungsbauunternehmens Münchens, in die Südhausbau KG, als Geschäftsführer ein. Und seit 2010 lehrt Herr Ottmann als Honorarprofessor an der TUM im Fachgebiet Stadtentwicklung und Immobilienwirtschaft. Wir haben uns vorab mit Herrn Ottmann getroffen und haben ein Statement von ihm aufgenommen über die veränderten Arbeitsbedingungen, über das Arbeiten in der Zukunft und die Auswirkungen dieser Veränderungen auf den Immobilienmarkt. Und mit diesem Statement würden wir gerne in die heutige Diskussionsrunde starten. Und dazu würde ich unseren Administrator Lukas bitten, dass er das Video für uns abspielt. Ich hoffe, das funktioniert. Das scheint nicht zu funktionieren. Ja. Ansonsten spiele ich das Video einfach selber ab. Nein, das funktioniert. Homeworking hat sich, glaube ich, jetzt gedanklich bei uns weltweit durchgesetzt. Das ist möglich. Das war früher eigentlich im deutschen Gedankengut, im Arbeitnehmerrecht so gut wie gar nicht vorhanden. Wenn Sie sich erinnern können, die Diskussion, ob ich sozusagen als Vater meines geborenen Kindes vielleicht dann doch zu Hause bleibe, die Fragen sind jetzt irgendwie alle obsolet. Das ist irgendwie alles Schnee von gestern und jetzt stehen wir einer neuen Zeit zur Verfügung. Es gibt ja schon Überlegungen, dass Unternehmen möglicherweise den sogenannten Homeoffice mit fördern,
nicht mehr sagt, also jetzt gibt es nicht nur die Zweizimmerwohnung, sondern miete doch bitte die Dreizimmerwohnung an. Dafür kriegst du einen Zuschuss. Ob es dazu kommt, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Es ist, glaube ich, eine Vermutung. Das wird wahrscheinlich auch die Zeit uns lehren, wie weit es dann wirklich zu einem Shift kommt. Wir gehen irgendwie alle davon aus, dass aufgrund der Corona-Krise der Anteil der Flächen sich deutlich reduzieren wird, dass jetzt, wo die Mitarbeiter möglicherweise nicht mehr in das Office kommen, sich natürlich die Arbeitgeber sagen, prima, wir können die Flächen reduzieren. Es sind ja da auch Prozente im Gespräch, 30%, 40%. Und die Frage ist, ob das wirklich nachhaltig ist, ob man wirklich davon ausgehen kann, dass mittelständische Unternehmen oder auch Großunternehmen ihre Flächen reduzieren können. Dann bitte allerdings so, dass die Flächen eine ganz neue Qualität haben. Eine Qualität, wo ich den Eindruck habe, ich kann meine Mitarbeiter, die ich jetzt eigentlich verloren habe, wieder zurückgewinnen. Das wird unsere größte Challenge werden für die nächsten 2 bis 5 Jahre. Die soziale Vernetzung innerhalb der Firma ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Gut. Die Art, dass wir Wissen teilen, dass wir zusammenkommen und möglicherweise auch eine Entscheidung treffen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe den Eindruck, ein virtuelles Gespräch ist das eine, aber wenn ich wirklich ein Fachgespräch führen muss, wenn ich um eine Entscheidung ringe, dann ist das persönliche Gespräch immer noch vorzuziehen. Und von der Seite her glaube ich, werden die Unternehmen sehr daran interessiert sein, die Mitarbeiter mittelfristig wieder in die Firma zu holen. Wir werden, glaube ich, eine ganz neue Form finden, wie wir möglicherweise in einem größeren Raum zusammenkommen. Ich glaube, dass das Thema Meeting Space eine neue Bedeutung bekommt. Warum, weshalb? Wenn die Menschen jetzt sozusagen fast vereinsamen, indem sie zu Hause sind, haben sie ein ganz dringendes Bedürfnis, und natürlich auch die Unternehmen, dass die Menschen wieder zusammenkommen und sich austauschen. Ich glaube, das wird eine ganz neue Qualität bekommen. Und das müssen wir aus meiner Sicht, wenn wir eine neue Gewerbeimmobilien planen, wirklich als einen Grundsatz annehmen. Und ich glaube schon, dass sich heute große Institutionen, Kapitalsammelstellen, die bislang eigentlich Büroimmobilien bevorzugt nachgefragt haben und ihr Portfolio mit aufgenommen haben, sich sehr, sehr gut überlegen werden, welche Immobilie sie in Zukunft kaufen oder möglicherweise auch verkaufen. So viel von Herrn Ottmann zur aktuellen Lage. Und jetzt würde ich gerne das vielleicht eine Frage an Frau Vollmer stellen. Und zwar, wie verändert sich denn die Wahrnehmung von Räumen, wenn wir plötzlich zu Hause nicht nur wohnen, sondern auch von zu Hause arbeiten und gegebenenfalls auch unsere Kinder beschulen müssen? Brauchen wir dafür nicht eigentlich ganz neue Wohnungen? Frau Vollmer, Sie müssten noch einmal das Mikrofon wieder anmachen. Ja. Okay, super. Gut, jetzt bin ich dabei. Das Interessante ist ja, wir können ja nicht alle Menschen über einen Kamm scheren und wir sehen jetzt schon bei ersten Umfragen, die es gibt, was das für einen Effekt hat, dass so viele jetzt eben von zu Hause aus gearbeitet haben. Die eine große Mehrheit sagt, ja, mir fällt wahnsinnig die Decke auf den Kopf, ich bin froh, wenn ich endlich wieder rauskommen kann und meinen erweiterten Lebensraum habe. Und wir sehen es ja auch an vielen Demos, die sozusagen die Menschen sagen, wie ich lasse mir ja nicht verbieten, nach draußen zu gehen, dass vor allen Dingen dass der Außenraumbezug unglaublich viel Bedeutung hat und dass, wenn wir dann an geänderten Wohnraum denken, vor allen Dingen so einen Außenraumbezug mitdenken müssen und sollten, was ja für viele Einkommensklassen ein schwieriges Thema ist. Aber eine andere große Gruppe sagt, ich habe viel mehr meine Wohnung überhaupt bewusst wahrgenommen und wertgeschätzt, was ich daran überhaupt habe, dass ich mir so einen Rückzugsort schaffen kann. Und dieses Thema dieser ständigen Todesbedrohung, das taucht dann sehr oft auf. Ich habe plötzlich gelernt, dass alle um mich herum sterblich sind, inklusive mir selber. Und dass mein Wohn- und Lebensraum davor ein Schutz sein kann, auch vor anderen Menschen. Und haben plötzlich dieses sehr wertgeschätzt und fangen an mit dem, was sie haben, umzugestalten und was daraus zu machen. Und ich denke, da wird nochmal ganz anderes Bewusstsein über die Wohnung und den Wohnraum stattfinden. Herr Hofer, vielleicht in der letzten Zeit wurden ja schon die ersten
13 Projekte für die IWA 2027 vorgestellt. Und Sie haben sich ja zum Ziel gesetzt, 2027 in Stuttgart gebaute Architektur zu zeigen. Und wie reagieren Sie in Stuttgart jetzt auf die Veränderungen aus den letzten 3 Monaten? Können Sie jetzt so weitermachen wie bisher oder müssen Sie da nochmal komplett neu umdenken? Also ich würde eigentlich sagen, dass wir alle diese Dinge vorweggenommen haben. Die sind Bestandteil unserer Konzepte gewesen, diese Auflösung auch von Grenzen zwischen Wohnen und Arbeiten. Für uns als Firma, als GmbH, ging es auch reibungslos. Gewisse Partner haben ein bisschen gezuckt. Es gab vor allem auch Bedenken, funktioniert Beteiligung noch? Oder werden wir Probleme kriegen nachher mit den Projekten, weil die Leute sagen, wir konnten ja nicht mitreden. Fand aber auch da eine qualitative Verbesserung, dass du dir überlegst, wen beteiligst du überhaupt und auch wie einschränkend waren Beteiligungsformate bisher, welche Fragen stellen wir, über was kann man diskutieren. Also natürlich ist diese ganze Geschichte eine Katastrophe, aber ich glaube, jetzt auf die Auswirkungen, die mittelfristigen, langfristigen, sehe ich fast nur Positives. Ich selber sitze jetzt hier in einer 350 Quadratmeter großen Wohnung in Zürich mit 10 anderen Leuten. Ich habe jetzt hier das Zimmer eines Freundes genommen, der viel mit Ton und Musik macht. Das geht alles, das machen wir seit 20 Jahren. Also in dem Sinne ist vielleicht eher ein auch nach Stuttgart oder nach Deutschland bringen von gewissen Dingen, die sonst auf der Welt schon sehr viel normaler sind. Ja, vielleicht ist es in den Städten schon etwas, was schon relativ gut funktioniert. Aber Frau Hannemann, vielleicht wenn wir uns den ländlichen Raum auch nochmal angucken. Der ländliche Raum war ja in dieser ganz harten Lockdown-Phase Ende März genauso betroffen wie die Großstädte. Und dort ist teils eine bestehende, also ist die Internetverbindung teils unzureichend, sodass man Videokonferenzen überhaupt oder Ähnliches überhaupt nicht durchführen kann in Deutschland. Haben Sie eine Idee, was wir leisten müssen, damit das Leben auf dem Land auch so funktionieren kann? Auch Sie müssten Ihr Mikrofon noch einmal wieder anstellen. Ist ja lustig, dass Sie mich als Soziologin nach dem fehlenden Breitbandausbau in Deutschland fragen. Dafür bin ich bestimmt nicht zuständig. Aber ich kann natürlich sagen, was Sascha Loro, Harald Wetzler, alle möglichen Leute, die sich mit der Zukunft der Digitalisierung beschäftigen, Deutschland ist ein Entwicklungsland, gerade was die Digitalisierung anbelangt. Und wenn Herr Hofer hier so charmant sagt, er bringt uns die Welt nach Deutschland, dann hat er recht. Es ist einfach so. Dass gerade dank Corona hat ja, so merkwürdig wie es klingt, hat ja jede Menge positive Effekte. Natürlich die Angst und so weiter, es geht mir genauso. Aber endlich zu zeigen, dass bestimmte Entwicklungen, was die Infrastruktur anbelangt, dass Deutschland hier Entwicklungsland ist und dass hier Breitbandausbau und ach, das gibt ja so viele Dinge, ich will ja gar nicht von den Schulen anfangen zu reden, von den Universitäten, von dieser Minderbewertung von Bildung in Deutschland, dass das jetzt sehr deutlich vorgeführt wird. Und für mich ganz toll ist natürlich, dass das Wohnen jetzt auch wieder eine Bedeutung hat. Denn auch beim Wohnen kann ich nur konstatieren, ich bin Wohnsoziologin seit 1990 oder so ähnlich. Und die Nachfrage nach dem Thema, die steigt und steigt und steigt. Normalerweise, jeder hat ja so Konjunkturen in seinen Nachfrage nach seinem Fachgebiet und jetzt die Psychologie freut sich auch, Frau Vollmer, denke ich mal. Ja, und endlich beschäftigen sich die Menschen mit dem Wohnen, einfach weil sie auf ihre Existenzgrundlage, auf ihre analoge Behälterexistenz in der Digitalisierung, dass sie da zurückgeworfen sind und sich jetzt mal genauer überlegen müssen, wie wollen wir eigentlich wohnen und wollen wir in diesen abgeschlossenen kleinen Wohnungen wohnen, die jetzt gerade in der Corona-Zeit auch so wunderbar gezeigt haben, wie begrenzt, wie isolierend diese Wohnsituationen sind. Und ist nicht das, was Herr Hofer mit seiner 350 Quadratmeter Wohnung, die ihm natürlich nicht gehört oder so, denke ich, also weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es eine Form, die mit solchen prekären Lebenssituationen, in der wir ja alle stecken, einfach viel bessere Möglichkeiten bietet.
Sie haben mein Leib- und Magenthema erwischt. Entschuldigung, ich höre jetzt einfach mal auf zu reden, damit andere auch noch zu Wort kommen. Herr Lebig wollte auch noch gerne Fragen stellen. Ja, ich wollte mal einsteigen, Frau Hannemann. Sie hatten schon 2016 in diesem Ausstellung vom DAZ in Berlin diese neue Standards, 10 Thesen zum Wohnen. Ja. Da hatten Sie auch schon von einer zukünftigen verstärkten Gemeinschaftsorientierung gesprochen. Und das fand ich habe es heute mir nochmal durchgelesen. Und das fand ich schon auch so ein ziemlich visionär, sage mal jetzt eben mit Anführungsstrichen, aber weil es natürlich jetzt auch wieder ganz deutlich auf die Entwicklung jetzt auch in der Post-Corona-Zeit wieder hinführt. Ja? Sehen Sie das auch so, dass Sie da so Entwicklungen mit aufgenommen haben? Weil Herr Hofer hat ja auch schon diese Gemeinschaftsorientierung natürlich schon praktiziert, schon längst vor Corona. Aber wird das jetzt noch verstärkt, dieser Effekt? Also ich hätte die These, dass viele häusliche Verhältnisse aufgrund der Corona-Situation, gerade was Kindererziehung, was jetzt den Zurückbieben der Frauen in dieses Hausputzzeitalter, also dass sie alleinige Verantwortung für Familien haben, das ist ja in der Presse und in den Forschungen auch breit bestätigt worden, dass das mit Wohnformen, wo eben bestimmte Dinge, die beim Wohnen eine starke Rolle spielen, gemeinschaftlich gehandelt werden, dass es überhaupt Räume gibt, in denen ich dich zum Arbeitsraum, dich zum Spielzimmer erklären kann, dass es dann schon auch gerade bei den ganzen häuslichen Situationen vielen leichter gefallen wäre. Und denken Sie an die Frauenhäuser, die alle einen enormen ich will jetzt nicht die ganze häusliche Dramatik hier aufmachen, aber ich würde die These vertreten, dass diese Kleinwohnung, diese abgeschlossene Kleinwohnung wirklich ein Kind des vorvorigen Jahrhunderts ist und dass es langsamer an der Zeit ist. Und da ist jetzt schade, dass die Immobilienwirtschaft nicht dabei ist, weil das ist ja die Architekten, wir wissen alle, wir haben das alles aufgeschrieben, untersucht, Beispielprojekte gibt es noch und nöcher. Die Frage ist ja hier, warum lässt sich das nicht umsetzen? Denn Rendite kann man damit auch machen, denke ich. Herr Rufer, wollen Sie vielleicht da nochmal direkt darauf antworten? Also die Wohnung gehört mir nicht, aber sie gehört mir zum Teil. Es ist nämlich eine Genossenschaft. Also ja, das ist für mich auch das Beste. Ja. Ist vermutlich nicht unwichtig, wenn wir gerade solche Dinge auch auf die Privatwirtschaft spiegeln wollen. Weil da stelle ich natürlich schon fest, dass es auch Gefahren gibt. Weil, also ich kenne die Beispiele aus England, USA, wo dann quasi das Mikrowohnen der Zwang zur Gemeinschaft, zum Geschäftsmodell wird. Das sieht von außen alles sehr hip aus mit Coworking Spaces und Gym und solchen Dingen. Aber das ist natürlich nochmal ein Weiterdrehen der Spirale der Verwertung des knappen Bodens. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir uns hier in einem Raum bewegen, in dem wir eben auch quasi unternehmerisch tätig sind. Also ich bin Konsument und Produzent gleichzeitig. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir das diskutieren. Das ist ja keine passive Geschichte. Wir gestalten eigentlich unseren Lebensraum. Die Stadt gehört uns. Und ich bin vorher ein bisschen zusammengezuckt über das Homeoffice. Das, glaube ich, ist wirklich auch nicht die Lösung. Also wir werden vermutlich Hunderttausende von Quadratmeter Einzelhandelsfläche leer haben in den nächsten Monaten, Jahren, und für die müssen wir da jetzt Ideen entwickeln. Und ich glaube, da gibt es könnte die Chance bestehen für eine Zwischenschicht des Gemeinschaftlichen in der Stadt, die da mit einer gewissen Elastizität zum Beispiel auf solche Krisen reagieren könnte. Also ich höre jetzt auch mal auf. Also vielleicht nochmal das Wort an Frau Vollmer. Zurzeit, ich wollte noch kurz auf Frau Hannemann zurückkommen. Ja, gerne. Mit dem Gemeinschaft und den Gemeinschaftsflächen, was ich prinzipiell eine sehr schöne Idee finde. Und es gibt ja schon viele Wohnprojekte, die auch in diese Richtung gehen. Nur wenn wir uns auf diese zukünftigen Pandemien, die jetzt alle fürchten, dass wir ungefähr jedes zweite Jahr so eine Katastrophe haben, vorbereiten, dann bringen uns diese Gemeinschaftsflächen ja nicht so viel, weil dann müssen wir uns wieder zurückziehen in die eigenen vier Wände, um uns zu schützen. Und diese voranschreitende Individualisierung, das ist, was ich unglaublich merke in meinen Interviews mit quer durch die Bevölkerung, die drückt sich so sehr im Wohnen aus. Also jeder zieht seine vier Wände, sein privateste, der, sage ich mal, verordneten Gemeinschaft vor. Das geht so weit, dass sich also Bewerber um sozialen Wohnraum darüber beschweren, dass ihnen jetzt eine Fahrradwerkstatt verordnet wird, statt ihnen einen Balkon zu geben.
für die eigene Wohnung. Und da müssen wir sehr differenziert, glaube ich, drüber diskutieren oder weiter nachdenken. Darf ich antworten? Ja, gerne. Ja, das finde ich wunderbar, dass Sie das aufrufen, weil wir müssen natürlich uns ganz genau darüber verständigen, was mit Gemeinschaftlichkeit gemeint ist. Und damit meine ich natürlich keine Kommune oder eine Zwangsgemeinschaft mit dem Eigentum gehört allen und keiner darf eigene Dinge besitzen, sondern ich meine natürlich eine individualisierte Gemeinschaft. Also wir leben in einer hochgradig individualisierten Gesellschaft, wo natürlich das eigene Ich, das eigene Wohlbefinden, die eigene Selbstdefinition, die Selbstexistenz die Grundlage ist. Und davon ausgehend muss Gemeinschaftlichkeit entwickelt werden. Und es darf keine zwangsverordnete Gemeinschaft sein, auch mit solchen Beispielen. Da haben Sie wahrscheinlich noch sehr viele, die Sie zu bieten haben. Mir geht es eigentlich eher darum, einfach unsere Haushaltsgrößen, die dann eben eine alltägliche Gemeinschaftlichkeit zulassen, jedenfalls nach Wahl, nach Wunsch. Also ich rede ja immer von Wahlfamilien oder Wunschfamilien und nicht nach Verordneten, dass die Virenforscher ja uns sagen, dass bestimmte Gruppengrößen akzeptabel sind in solchen pandemischen Situationen. Das sind dann die epidemiologischen Gruppenstärken. Und dass wir die von 2 und 3 und 4 bis hin, also die meisten sind ja Einzelpersonen, dass wir die erhöhen können. Und dann natürlich Gruppengrößen haben, optimale Gruppengröße, das wissen Sie besser als ich. Das sind 9, glaube ich. Gibt es auch verschiedene Untersuchungen, bis hin zu 15. Aber dass eben dann eben die Lasten, die solche neuen Arbeitsalltag, ich meine natürlich den Lebensalltag, wo Arbeiten und Wohnen miteinander verbunden werden muss, durch dieses berühmt-berüchtigte Homeoffice, dass man einfach das besser verteilt. Das ist einfach so eine soziale Rechnung in dem Sinne, dass nicht nur die Familienarbeit dann an einer Person hängen bleibt. Und das ist ja das Modell, was wir zurzeit leben. Vielleicht können Sie da mitgehen? Ja. Ja, wenn wir die zweite Person vielleicht zuerst verpflichten und dann die Gemeinschaft, das wäre doch auch toll. Ja, das soll sich keiner drücken davor, das ist schon richtig. Vielleicht, um nochmal auf das Thema Digitalisierung nochmal zu sprechen zu kommen, vielleicht nochmal eine Frage an Frau Vollmer. Es ist ja so, dass wir alle uns im letzten halben Jahr extrem viel in digitalen Räumen bewegt haben und ich stelle mir die Frage, ob sich dadurch unser Verhalten, also auch in der Kommunikation, verändert sich das dadurch? Und wie müssten Architekten sich auch der Gestaltung von digitalen Räumen widmen, wenn dieses Digitale eben ein so großer Teil des Lebens ist? Das ist eine komplexe Frage. Also erstmal zum Digitalen und dass wir von morgens bis abends am Computer sitzen inzwischen und uns treffen. Wir sind ja wieder plattgeschlagen sozusagen auf den zweidimensionalen Raum und verlieren die Tiefe. Und das kann man auch schon sehen, unsere Tiefenwahrnehmung, das ist gefährlich, wenn wir die, also ich kann das auch nicht belegen jetzt, dafür ist es alles viel zu frisch, aber andersrum zum Beispiel, Menschen mit einer schweren Depression verlieren ihre Tiefenwahrnehmung. Wenn wir jetzt andersrum denken und sagen, wir trainieren uns im Verlust der Tiefe, indem wir immer nur zoomen und uns im zweidimensionalen Raum treffen, könnte uns Gefahr laufen, dass wir auf lange Frist depressiv werden. Mal ganz dystopisch jetzt in den Raum geworfen. Aber auf jeden Fall merken wir schon, dass Menschen über Kopfschmerzen klagen und so weiter. Diesen ganzen Tag sich zu konzentrieren auf diesen einen Menschen, der immer mal wieder wechselt, das ist eine ganz andere Wahrnehmung, als wenn man seine Sinne, seinen Blick schweifen lassen kann im Raum. Wenn man überhaupt Raum leibräumlich wahrnimmt, also mit allen Sinnen und nicht nur visuell. Wir sind jetzt wieder zurückgeworfen auf das rein Visuelle eigentlich. Ich kann sie nicht riechen, also weiß ich eigentlich gar nicht, ob ich sie mag oder nicht. Und das hilft mir ja immer schon in der Konversation sehr, wenn ich in einen Raum komme. Und also von daher, das ändert ganz viel in unserer Wahrnehmung. Herr Lepig meldet sich die ganze Zeit vielleicht zuerst, bevor ich dann was versuche noch. Über was sollten Architekten dann machen mit dem dreidimensionalen Raum. Ich würde mir wünschen erstmal, dass wir uns wieder begegnen werden im analogen, im dreidimensionalen physischen Raum,
bevor wir zu uns in der Architektur darauf gestalten, Game Designer zu werden oder Augmented Realities zu machen, sondern da gibt es noch so viel zu tun am realen Raum, der zu gestalten ist. Und ehe wir eben unsere Sinne auch noch versuchen zu manipulieren, dass wir uns in so einer Augmented Reality zurechtfinden, die ja nur über das Visuelle zunächst erstmal hineinkommt, unseren Raum, unseren physischen Raum zu gestalten und diese Chancen wahrzunehmen, auch in der Architektur in Zukunft. Herr Lippig? Ja, ich wollte eigentlich da auch darauf ansetzen. Wir haben ja jetzt alle irgendwie festgestellt, dass diese Digitalisierung auf der einen Seite uns jetzt mit der Krise einen großen Schub gebracht hat. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass es auch eine totale Flexibilisierung im Stadtraum plötzlich passiert ist. Also wir hatten gestern auch die Runde mit Frau Merk hier, wo es darüber ging, so Hack the City, make Munich weird again. Und da wäre jetzt so ein bisschen meine Frage an Herrn Hofer. Wir haben jetzt wirklich bemerkt, wie der Hunger der Menschen auch wieder auf Sozialisierung im öffentlichen Raum so stark ist, dass tatsächlich die öffentlichen Behörden auch darauf reagiert haben und jetzt endlich Parkplätze zu erweiterten Restaurantflächen gemacht haben. Was schon lange gefordert war, was es sonst immer nur einmal im Jahr zu diesem Parking Day gab. Und jetzt auf einmal geht es über Monate und es ist auf einmal ein ganz anderes Leben in der Stadt. Sind solche Strategien auch, Herr Hofer, jetzt auch wieder so sagen, jetzt schon für die Stuttgart 27, für die Ausstellung, waren die da auch schon mit drin oder führen die damit weiter? Sicherlich. Also mir war das jetzt auch ein bisschen zu digital, die Diskussion. Es ist ja nicht so, dass wir keine physischen Menschen mehr treffen. Wir müssen jetzt einfach lernen, was erlaubt die gesundheitliche Situation, welche Gruppen bilden wir. In unserem Büro haben wir das Privileg, einen wunderschönen Balkon zu haben, hinten gründerzeitliches Haus. Wir machen jetzt die Besprechungen im Außenraum. Wir als Schweizer sind auch die Landsgemeinden in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber wir haben noch zwei Kantone, kleine Kantone, Appenzell und Glarus. Da trifft man sich für die Abstimmungen auf dem Hauptplatz des Kantons. Und hat ein Schwert dabei, oder wie war das? Früher in Appenzell war der Stimmrechtsausweis das Schwert, oder? Genau. Seit 71 müssen auch die jetzt Frauen zulassen und deshalb gibt es jetzt doch auch die Alternative mit einem Papier. Aber ich finde das nicht nur blöd, oder sich zu überlegen, können wir auch wirklich zum Beispiel natürliche Ressourcen uns wieder stärker zugänglich machen? Können wir uns im Freien treffen? Können wir ganz andere Räume schließen? Mit der IBA sind wir jetzt zum dritten Mal mit dem Stadtpalais, das ist ganz bei uns in der Nachbarschaft, das Museum für Stuttgart, daran, Stuttgart am Meer zu zelebrieren. Natürlich auch aus einem Mangel heraus, weil es in dieser Stadt kein zugängliches Wasser gibt, versuchen wir das performativ irgendwie in die Stadt hineinzubringen. Also diese Aneignung des öffentlichen Raumes, ja, selbstverständlich. Ich glaube, da haben wir jetzt auch einen Schub erlebt. Das ist zum Teil ein bisschen überbordet, gerade in Stuttgart. Ich würde das aber nicht überbewerten. Ich glaube, das sind jetzt räumliche Praktiken, die wir einüben müssen. Ich würde es gerne ergänzen, wenn ich darf. Ja, gerne. Weil es ist natürlich wunderbar, was jetzt gerade in der letzten Zeit entstanden ist, aber es ist viel, viel, viel zu wenig. Also dass die Möglichkeiten, also aus der soziologischen Sicht sind es die Qualitäten der außerhäuslichen Möglichkeiten. Und das ist natürlich der Freiraum ein Aspekt, dass man sich im öffentlichen Raum wieder trifft, dass Plätze geschaffen werden, um zum Beispiel so eine Art Vereins Versammlungen und Ähnliches abzuhalten, aber dass alles das, was nicht unmittelbar mit dem Wohnen verbunden ist, über den Balkon und das haben wir ja schon gesprochen, dass das jetzt auch für die Stadt eine neue Bedeutung hat und einen neuen Schwerpunkt auch in der Stadtpolitik, in der Stadtplanung stellen muss. Und da ist natürlich das angesprochen worden, mit der Digitalisierung wandelt sich ja auch der Einzelhandel so stark, das Einkaufsverhalten hat sich wahnsinnig verändert. Also Amazon hat zugenommen, von der Nutzung her ist natürlich schade und nicht gut, aber es ist auch einfach so. Und dass damit eben auch innerstädtische Möglichkeiten geschaffen werden, die sich völlig verabschieden von unserem Konzept von Innenstadt als Shopping Center. Das habe ich nie verstanden, dass die innere Stadtwelt auf den Konsum, aufs Shoppen reduziert worden ist, sondern da sind jetzt Konzepte gefragt, da geht es jetzt nicht nur ums Fahrradfahren, sondern es geht darum, dass die Innenstädte zur Ergänzung der
außerhäuslichen Möglichkeiten, dass sie da zentrale Orte als Trefforte unter bestimmten hygienischen Bedingungen spielen sollten und dass dafür Ressourcen und Möglichkeiten geschaffen werden. Und da gehen wir natürlich auch in unsere Vorstellungen, wie Renditen in der Stadtwirtschaft erwirtschaftet werden. Und da wird ja viel frei. Also was kann man nicht alles Tolles machen mit den Karstadt-Kaufhäusern? Oder? Also, weiß nicht, wie Sie das sehen. Ja, da kann man sicherlich einiges machen. Nur wir hatten gestern auch schon in der Diskussion, dass im Grunde mit einem anderen Investor, mit dem Herrn Högelmeier hier von Euroboden, der einfach mal klar vorgerechnet hat und gesagt hat, also jeder Laden, der jetzt in der Kaufingerstraße sozusagen leer steht, kostet der Quadratmeter ungefähr 220.000 Euro. Das heißt, da wird kein netter kleiner Einzelhandel, da werden keine Man muss doch nicht dieses Geld da verdienen. Also, aber irgendjemand gehört das Haus und der wird nicht so schnell hergeben. Herr Hofer, Sie haben eine Frage? Also ich finde es ganz wichtig, dass wir die ökonomischen Dinge mitdenken. Ja. Auch wenn man jetzt von Entschleunigung und wir haben Zeit reden, das hat ja für ganz viele Menschen etwas mit Einkommensverlust und Tragik zu tun. Mhm. Also wir dürfen da nicht naiv sein. Aber wenn diese Innenstädte nicht einen vernünftigen Weg aus der ökonomischen Logik, die sie in den letzten 20, 30 Jahren aufgebaut haben, finden selber, dann bricht das System einfach zusammen. Also das ist die Alternative. Diese 220.000 Euro, die sind nur über Primark zu rechnen. Ja. Das Haus kostet auch nur 5.000, 6.000 Euro pro Quadratmeter. Entschuldigung, da werden halt vermutlich diese 180.000 Euro entweder in einer Immobilienkrise oder in einer Enteignungswelle oder wie wir das dann immer als Gesellschaft gestalten wollen, den Leuten halt wieder weggenommen werden müssen. Das ist wirklich der Fall. Vielleicht kommt der Tauschhandel wieder und man kann dann sagen, diese Immobilienmakler, wenn die ihr Haus nicht abgeben für einen vernünftigen Preis, für eine vernünftige Stadtgestaltung, dann bekommen sie keinen Impfstoff. Also so würde ich nicht argumentieren, aber auf jeden Fall, also das, was mit der Innenstadt verbunden wird, diese Renditeerwartung, das ist eben auch das Gute an dieser ganzen Entwicklung Corona und Digitalisierung, dass das sich eben doch stark verändert und dass klar wird, dass wir Räume brauchen, in denen wir unsere Art Demokratiemodell vielleicht verstärkt konsumfrei entfalten. Oder konsumfreier. Ich habe ja nichts dagegen, dass man sich eine neue Bluse kauft. Also ja, wir brauchen natürlich immer die Stimulation, aber wo kommt die in Zukunft her? Das ist natürlich die spannende Frage, weil der Mensch hat ja seine Grundbedürfnisse, Brot und Spiele und das kriegen wir irgendwie nicht raus aus der Menschheit, seit wir da sind. Und wenn wir andere Stimulationsmodelle wieder finden, als diesen breit gestreuten Konsum, das würde mich auch sehr, sehr freuen. Hätten Sie da nicht Vorschläge als Psychologin? Ja, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir, da muss ich doch nochmal zurückgreifen zum Homeoffice, dass wir, und dann lasse ich alles Ökonomische jetzt weg, weil da finde ich auch, dann kommt die Diskussion immer in so eine Sackgasse, alles kostet Geld und nichts geht. Da hat sich ein New Babylon auch irgendwann nicht dran gehalten oder ein Corbusier. Und so weit müssen wir den Stein auch einfach mal wieder schmeißen. Und würde mir halt wünschen, dass wir die ganzen Büroflächen, die jetzt frei werden, darüber nachdenken, ob wir da nicht Wohnen und Rekreation und Arbeit wieder dichter zusammenbringen. Ob wir da nicht so Mischformen kriegen, dass man nicht immer Wege zurücklegen muss zum Arbeitsplatz und dann wieder zurück in den Park oder irgendwie zum Entspannen, sondern dass man einfach Mischformen dahin bekommt. Und ich glaube, es gibt solche Zahlen wie 20%, das wissen Sie denn besser als ich, 20% der Arbeitswelten oder der Büroflächen kann man freigeben und Menschen dann eher flexibel arbeiten lassen durch die Digitalisierung. Und dann hätte man 20%, die man auch wieder sozialgeschichtlich unterschiedlich vergeben könnte, auch in ihren Funktionen an die Bürger zurück. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, weil der ja auch schon von einigen Firmen, wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen, auch schon seit einigen Jahren verfolgt wird. Also wenn SAP im Grunde schon vor 2 oder 3 Jahren schon gesagt hat, die Mitarbeiter sollen entscheiden dürfen, wo sie arbeiten wollen, ob sie jetzt ins Büro gehen wollen oder von zu Hause aus mit dem Computer arbeiten. Das entlastet ja teilweise
auch die Infrastrukturen. Es gibt auch dann nicht mehr diese Staus. Und ich glaube, dass solche Flexibilisierung der Arbeit ist ja natürlich auch, glaube ich, total wichtig. Und es ist auch etwas, was, glaube ich, die Politik jetzt aufgreifen muss. Weil natürlich die Frage ist natürlich dann, wer zahlt es am Schluss? Wer zahlt das Arbeitszimmer, wenn jemand zu Hause sagt, ich bleibe jetzt immer im Arbeitszimmer? Auch eine ökonomische Frage. Ja. Vielleicht nochmal die Frage an Herrn Hofer. Die Weißenhofsiedlung von 1927 zeigt ja die Herausforderungen der Moderne. Wenn wir jetzt sind wir irgendwie 100 Jahre weiter und Sie haben die IBA als Ausnahmezustand auf Zeit bezeichnet. Welche Herausforderung ist es denn eigentlich, der wir uns in diesem Jahrhundert stellen müssen? Gut, also so sehr ich den Pathos und die Großartigkeit der Moderne schätze, war es natürlich die Grundsünde, diese Funktionen räumlich zu trennen und in spezielle und spezifizierte Silos abzufüllen. Also in dem Sinne sind wir in einem ambivalenten Verhältnis und ich glaube wirklich, dass jetzt 100 Jahre später eigentlich das Umgekehrte passieren muss, dass wir, Herr Leppig hat es auch angesprochen, eigentlich nur schon aus Mobilitätsgründen, aus Effizienzgründen Funktionen wieder sehr viel enger überlagern müssen. Also für uns sind Stichworte wie produktive Stadt und wir stellen uns die Frage, gibt es Arbeiten und Wohnen überhaupt noch? Ich würde da wirklich noch einen Zacken zulegen. So in einer Generationenperspektive machen diese soziologischen und ökonomischen Aufteilungen bis in den Tagesrhythmus hinein in perspektivisch wirklich noch Sinn. Wir diskutieren sehr intensiv im Moment, in der Fabrik zu wohnen, im Schlafzimmer zu produzieren. Und das finde ich jetzt eine extrem spannende Debatte, weil das führt natürlich auch zu völlig neuen räumlichen Konzepten. Also was viel mit Schönheit zu tun hat übrigens, oder? Im Moment sagt man Gewerbegebiet, egal, oder der größte Teil unseres städtischen Raums, egal, den brauchen wir für die Mobilität. Und dann gibt es so etwas wie ein heiles Bild einer Wohnidylle, die ja auch nicht stimmt, dann, wenn man genauer hinschaut. Und das jetzt mal quer zu denken und zu sagen, jeder Ort muss schön sein und an jedem Ort muss ich alles machen können. Und das Ganze ist irgendwie fußläufig oder mit Fahrrädern erschließbar und zugänglich. In diese Richtung denken wir. Und bedeutet das dann zum Beispiel auch das Aus von solchen, man kennt es ja, solche Bürostädte, die am Rand eigentlich von den Städten gerade entstehen, dass die Leute, sowas passiert ja immer noch, dass zum Beispiel in München die großen Headquarter an den Autobahnen stehen, müssen wir uns von solchen Sachen eigentlich verabschieden? Also die monofunktionalen Dienstleistungsnebensitis, die haben in meinen Augen keine Zukunft. Das ist wirklich sehr problematisch. Wir müssen uns aber auch bewusst sein, dass sich Deutschland im Moment immer noch am Entdichten ist. Also 50% aller Wohngebäude, mehr als 50% aller Wohngebäude in Deutschland, die jetzt produziert werden, sind Einfamilienhäuser. Also wir senken eigentlich immer noch die Dichte der europäischen Stadt mit dem, was wir im Moment tun. Und deshalb, glaube ich, müssten wir eigentlich von einem Urbanisierungsschritt gerade in diesen problematischen Agglomerationen, nennen wir es hier in der Schweiz, in diesen Mittel- und Zwischenstädten sprechen. Und da sehe ich sehr große Potenziale, um Qualität wieder auch flächendeckender und im Netzwerk anbieten zu können. Und natürlich auch riesige Flächenpotenziale und riesige wirtschaftliche Potenziale. Das heißt zum Beispiel, dass die Forderungen, die jetzt gerade laut werden, dass viele Leute wieder sagen, wir müssen eigentlich dezentraler wohnen, eigentlich überhaupt nicht richtig sind und eigentlich auch gar nicht haltbar sind, die im Laufe der Krise entstanden sind erst. Das funktioniert ja gar nicht. Also natürlich kann ich mir jetzt auch auf Corona als Reaktion die Villa vorstellen mit eigenem Hallenbad, Bibliothek, Gymnastikraum und solchen Dingen, aber das können wir uns ja gar nicht leisten. Also wenn wir diese Qualitäten, die ich wichtig finde, Schwimmen, Sport, Bücher, dann müssen wir diese kollektivieren und dann einen Umgang damit finden, wie wir Zugang schaffen können für möglichst alle Menschen. Okay, vielleicht nochmal zum, da wir schon relativ fortgeschritten sind in unserer Diskussion, würde ich vielleicht noch gerne noch einmal zurückkommen auf den Anfang der Diskussion. Wir haben das
diese heutige Gesprächsrunde ja Krise als Digitalisierungskatalysator genannt, Chancen oder Risiken für unsere gebaute Zukunft. Ich würde gerne jeden von Ihnen noch einmal fragen, sehen Sie bei dem, was in den letzten Monaten passiert ist, sehen Sie das eher als Risiko oder eher als Chance? Vielleicht Frau Vollmer, wollen Sie dazu beginnen? Okay, gerne. Ich sehe es als große Chance, und zwar weniger bedingt durch die Digitalisierung, die mit der Krise einherkam, sondern was ich ganz am Anfang gesagt habe, mit der Todeskonfrontation und dem, dass wir krank werden können jeden Tag. Und diese großen pandemischen Geschehen und epidemiologisch relevanten Geschehen, die haben schon immer eine unheimliche Veränderung in der Weltgeschichte gebracht. Da gibt es viele, viele Beispiele. Und auch Politik dazu verleitet, anders zu denken und quer zu denken. Und deshalb sehe ich es als große Chance, dass das hier auch passiert. Ja, Frau Hannemann. Ja, es ist natürlich sehr stark auch mit Risiken besetzt. Und solange das Corona-Management so erfolgreich ist, wie wir es jetzt haben, würde ich, es wandelt sich ja gerade, aber da würde ich aktuell auch die Chancen betonen, die entstanden sind, was den Diskurs anbelangt und nicht nur den Diskurs, sondern eben auch an den realisierten Überlegungen, wie anders gewohnt werden kann, also wie im 21. Jahrhundert gewohnt werden kann, welche Rolle die Stadt spielt, wie Freiräume gestaltet werden sollen, was Gemeinschaftlichkeit bedeutet, was die Verwertungslogiken anbelangt, wessen da eine Rolle spielen. Sorgen macht mir, dass der Klimawandel aus der Perspektive verloren wird aktuell. Fridays for Future ist ein bisschen sehr ruhig geworden, aber ich hoffe, dass sich das auch wieder ändert. Also ich sehe hier auch wirklich die große Chance. Die Digitalisierung ist es ja nur eine technische Entwicklung. Also die Möglichkeiten, die damit verbunden sind, umzusetzen in Konzepte, die eine andere Art des Wohnens, eben weg von dieser abgeschlossenen Kleinwohnung mit der Kleinfamilie und hin zu Möglichkeiten, die dann eben auch eine Klimarelevanz haben in der Form, dass der Wohnflächenverbrauch zurückgeht und nicht nur aus ökonomischen Gründen heraus, sondern einfach auch, weil es ein Bewusstsein entsteht, dass Wohnen nicht unbedingt etwas zu tun hat mit sehr viel Flächenverbrauch. Also wenn das entkoppelt werden könnte, was ja nach wie vor in Deutschland auch ein Thema ist, der Wohnflächenverbrauch ist A, ein Tabuthema. Also wir haben ja, ist wieder ein neuer Vortrag, aber wir haben ja ganz viele Wohnprobleme auch wegen des Wohnflächenverbrauchs. Ne? Und wenn das entkoppelt werden könnte, dann sehe ich da auch eine große Chance, weil eben so eine Krisensituation ja auf einmal Möglichkeiten eröffnet. Wir sehen es ja gerade eben auch am sogenannten Homeoffice, war ja in Bundesdeutschland nicht möglich, war völlig verpönt, aber jetzt ist es fast für viele, wo es beruflich geht, eine Normalität. Ja, Herr Hofer, vielleicht von Ihrer Seite noch einen Satz, dann müssen wir nämlich die Gesprächsrunde beenden. Also für mich war es eine Chance. Ich habe mit meinen MitarbeiterInnen unheimlich viel gelernt die letzten Monate. Wir konnten internationale Netzwerke pflegen, ohne in der Gegend rumzufliegen. Und jetzt müssen wir diese Chance packen und gestalten. Also nicht immer in einer Abhängigkeit und in einem, da kommt was von außen Ding. Ich glaube, dass diese Gesellschaft wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein gewinnen müsste, um diese Chance zu packen und die Zukunft zu gestalten. Okay, vielen Dank für Ihre Kommentare. Vielen Dank für die Gesprächsrunde insgesamt. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen allen, dass Sie an diesem Gespräch teilgenommen haben. Ich bedanke mich auch beim Auditorium, die unserem Gespräch zuhören konnten. Hier geht es jetzt gleich weiter mit dem Format Walkie-Talkie. Und um 20.15 Uhr hält Frau Anne-Julchen Bernhard vom Architekturbüro Bell aus Köln einen Vortrag zum Thema neuen Wohnen, der sich unserer Diskussion anschließt. Und damit würde ich wieder zurück ins ARTV-Studio geben. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Ja, danke auch und frohes Wohnen für alle. Herzlichen Dank, ja. Okay. Gesund bleiben.